Herzlich willkommen zum ersten Arthos.de Review. Heute das Red Shattered Light Projekt. Mit dabei der DJ an der Kamera, meine Frau, die Steffi für die Fotos, ich natürlich, der André und mein Bruder Florian. Gut. Und was machen wir heute? Wir machen heute ein How-to-Vacuum-Projekt, da ich viele Leute schon im Internet kenne, genauso wie Freunde und Familie, die alle nicht so die Ahnung haben, wie eine Wasserkühlung in einen Computer einzubauen ist. Und deswegen wollte ich das Ganze heute mal auf leichte Art und Weise erklären und einmal vorstellen. Und was braucht man dafür so? Das zeige ich euch jetzt. Wir verbauen heute eine Fioba-Pumpe, und zwar die DC12-220 Version mit einer Pumpförderleistung von 400 Litern. Dazu als CPU-Block von Magicool den Black Butterfly für maximale Kompatibilität. Von AlphaCool haben wir dazu den Northbridge-Kühler. Um das Ganze zu kühlen an den Radiatoren haben wir drei Enermax TBA Apolish in schönem Rot, was dann zum Gehäuse halt passt. Als ersten Radiator benutzen wir einen Fioba G-Changer in der 120er Version. Die Radiatoren werden mit Spacern von TFC bestückt, um mehr Kühlleistung zu erzielen. Ebenfalls von Revoltec dazu gekriegt noch zwei rote Kaltlichtkathoden. Als zweiter Radiator von Magicool der 240er Version, die Slim Version besser gesagt, die oben auf dem Top des Gehäuses installiert wird. Als Ausgleichsbehälter von XSPC haben wir einen 5,25 Zoll Ausgleichsbehälter für den Einbauschacht und gesponsert von Cooler Master ein GX750 Watt Netzteil in der Bronze-Version. Dazu von AlphaCool das ganz normale Standardbefüllungswasser und von MasterClear einen roten UV-aktiven Schlauch in der Größe 11,1 Innendurchmesser und 15,9 Außendurchmesser. Das Ganze wird eingebaut in unseren Cooler Master CM Storm Gaming Brand Gehäuse, das Enforcer, was wir am gestrigen Tag schon größtenteils umgebaut haben, um das ganze Projekt besser realisieren zu können, um die Platzverhältnisse zu maximieren können wegen der Radiatoren. Als Hardware wird heute in unserem Computer verbaut ein Asus P5G41C MLX mit dem 775er Sockel. Dazu ein paar Corsair Venegas Speicher mit 1866 MHz in der Taktung CL9. Dazu eine ATI 4890 mit dem Brand von Zerotherm und dem dazugehörigen Kühler. Dazu wird verbaut ein Intel Q6600, der dann natürlich nachher auch versucht wird, in der Übertaktung durch die Wasserkühlung ein bisschen an seine Grenzen zu bringen. Wir fangen nun an, das Mainboard umzubauen und installieren von AlphaCool diesen Northbridge-Kühler. Dazu werden wir erstmal den Luftkühler entfernen, um dann den Kühler aufzubauen. Nachdem man die Pushpins auf der Rückseite des Mainboards etwas zusammengedrückt hat und sie vorsichtig durchschiebt, kann man dann den Standard Northbridge-Kühler recht leicht entfernen. Anschließend wird das Ganze noch etwas gereinigt. Ich mache dies immer mit etwas Toilettenpapier und dem ActiClean. Sorgt für die besten Ergebnisse. Wir haben nun den Northbridge-Kühler entfernt. Und was muss man dabei beachten? Beachten sollte man auf jeden Fall, dass man beim Entfernen des Northbridge-Kühlers sehr vorsichtig vorgeht. Keine Kratzer. Keine Kratzer auf dem Chip macht, genau. Und dass man bei der Reinigung mit der alten Kühlpaste auch recht vorsichtig umgeht und nicht zu viel rumsaut. Wie geht's weiter? Nun installieren wir für die Wasserkühlung von AlphaCool den kleinen Northbridge-Kühler. Packen wir mal kurz aus. Müssen diesen dann auch noch mit den beiliegenden Schrauben, die man lösen kann, um es halt für jede Lochgröße halt zu erweitern, halt noch ein wenig anpassen. Zur Installation des Ganzen
benötigen wir natürlich auch noch etwas Wärmeleitpaste. Ich benutze hier die Keramik 2. Das ist halt eine sehr gute Paste hierfür. Vor allen Dingen auch in sehr großen Größen verfügbar. Natürlich benötigen wir auch unsere G1/4 Zoll Anschlüsse für den Wasserkühler und natürlich auch noch das Montagematerial zur Montage. So, fangen wir. Gut erklärt, ja. Fangen wir mit der Wärmeleitpaste an. Also normalerweise wird Wärmeleitpaste eigentlich immer großartig verstrichen, wo ich aber bei Chips jetzt vor allen Dingen bei so kleinen sage, es muss nicht unbedingt sein. Es reicht, wenn man einen kleinen Punkt in die Mitte setzt und ihn ein wenig mit der Spitze der Spritze verteilt. Ich mach das einmal kurz vor. Das hier ist jetzt sogar schon ein bisschen viel. Teilen das jetzt hier ein wenig. Schön ordentlich. So. Sauberes Arbeiten hier natürlich wie immer Pflicht. So gut wie möglich natürlich. So, die Kühlpaste ist drauf. Kommen wir nun zur Installation des Kühlers. Dazu müssen wir natürlich vorher einmal den Kühler noch minimal anpassen. Das ist auch recht einfach. Man hält ihn einfach etwas darüber, sieht, dass die Löcher schon, naja, fast passen. Dazu lösen wir jetzt einfach noch die kleinen Imbusschrauben, die hier sind, damit wir das Ganze dann anpassen können. Nachdem sie jetzt nämlich nun etwas gelockert sind, können wir die Konterschrauben nun nämlich schon mal durch das Mainboard schieben und können sie so dann schon mal anpassen. So, Montage beginnen wir nun, indem wir einfach erstmal durch die vorgefertigten Löcher im Mainboard die Schrauben durchführen. Einführen. Durchführen. Einmal bitte von hinten einführen. So. Nun können wir ganz einfach den Kühler montieren. Dazu auch unbedingt darauf aufpassen, dass unten die Folie abgemacht werden muss, weil sonst bei Hitzeproblemen das Ganze anfängt zu schmilzen und ihr euch euer Mainboard schrottet. So, wir beginnen nun, den Kühler zu installieren. Dazu legen wir den hier einmal über die Schrauben. Das Ganze anpassen können wir dann gleich noch. Lassen wir ein bisschen runterrutschen. Drücken ihn ein ganz kleines bisschen auf dem Nordbridge fest, sodass er nicht mehr verrutschen kann. So, das sitzt ganz gut soweit. Dann ziehen wir jetzt vorsichtig die Imbusschrauben an, damit das alles verrutscht, alles an Ort und Stelle bleibt. So, das sollte für den Anfang reichen. Als nächstes dann die Federn über die Schrauben und anschließend mit den Rändelmuttern was festziehen, wenn die dann in den Finger bleiben. Ist nicht schlimm, wenn man Vorführeffekte. Ja, klar. Vorführeffekt die zweite. Fangen wir doch einfach mit der hier an. Ja, in A nicht will, nehmen wir B, ne? Genau. Nachdem wir die Rändelmuttern einigermaßen über Kreuz angezogen haben, stellen wir das Mainboard ein Stück auf. Ich zeige mal kurz und nehme die Schrauben von hinten mit dem Schraubenzieher ein bisschen in die Mangel und ziehe dann die Muttern über Kreuz ein wenig fester. Von hinten. Muss noch ein Stück. Die kann man ruhig die
bisschen länger drehen, bis die Federn wirklich im Anschlag sind. Sollten aber, wie gesagt, helfendes Händchen bitte mal mithalten. Sollten natürlich aber auch weiterhin über Kreuz arbeiten. Und warum? Damit sich der Anzugsdruckpunkt etwas verbessert oder etwas umlegt. Man nimmt es Ausgleich. Und der Ausgleich. Physikalisch gesprochen. Mhm. So, das Ganze sitzt jetzt an Ort und Stelle. Ja, eher noch. Alles klar. So, jetzt können wir zum Schluss die Halterungs-Imbusschrauben nochmal anziehen. Einmal. Und zweimal. Und zum Schluss werden die G1/4 Zoll Schlauchtüllen ebenfalls noch angeschraubt. Wichtig ist immer noch mal vorher zu gucken, ob der beigefügte O-Ring einwandfrei ist. Ein O-Ring, genau, weil er eine U-Form hat. Heißt der O-Ring, weil er ins Ohr kommt? Nein, weil es ein O-Ring ist, nicht Ohrring, sondern O-Ring. Da musst du aber mal ein bisschen deutlicher sprechen. Ich habe O-Ring verstanden. Auch wichtig hierbei: diese Schlauchtüllen allgemein, die Anschlüsse für die Wasserkühlung, ist maximal handfest anzudrehen. Auch wenn es die Möglichkeit gibt, durch eine Sechskant... Ich würde einfach Schraubenschlüssel sagen. Ja, man könnte es mit einem Schraubenschlüssel festziehen, das ist richtig, aber man sollte es definitiv nicht tun. Also handfest ist das Maximalste, weil wenn man es zu fest dreht, kann es passieren, dass sich das Gummi oder der O-Ring an der Seite herausdrückt und somit dann die Dichtigkeit nicht mehr gegeben ist. Dichtigkeit. Cooles Wort. Interessant. Frisch erfunden. Gleich in den Duden schreiben. Neues Wort. Dichtigkeit. Sind beide nun handfest angezogen und somit haben wir das erledigt.